So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Fortnite-Folge und ist noch mal ein bisschen länger her. Ich habe ja jetzt in der letzten Zeit nur diese FIFA-Prognose-Videos hochgeladen und deswegen mache ich mal jetzt nochmal zur Abwechslung eine Fortnite-Folge, solange jetzt mache ich mal zum Teil Pause ist bei der Weltmeisterschaft. Und ja, auf jeden Fall, es war eine gute Runde eigentlich. Wir hatten, glaube ich, 8 Kills gehabt in der Runde und da war auf jeden Fall auch unser erster Gegner, muss ich sagen. Ich habe auch viel mit der Doppelpistole gespielt in der Runde. Und war eigentlich auch recht gut. Das war natürlich der erste Gegner jetzt da. Das war natürlich geil hier. Immer so auf und zu. Er wollte halt hochrennen. Hat er natürlich auch gepackt dann. Dann habe ich mir gedacht, ja, bevor ich sterbe, nehme ich dann nochmal mein Schildchen. Und sicherheitshalber mal. Ich meine, ich habe eh nicht mehr viel Muni. Und er hat halt irgendwie Lack gehabt, weil er sich da irgendwie gleich... Ihr werdet es einfach sehen. Ich habe jetzt erstmal da ein bisschen die Dings reingeschmissen. Die Sticky Grenades, weil vielleicht wäre das ja irgendwie kaputt gegangen und er wäre irgendwie gestorben oder so, aber war nicht der Fall. Und da ist er dann jetzt am Dach und da bin ich erstmal am Rumwarten. Und ich meine, wenn ich das Schild nicht genommen hätte, wäre ich gestorben. Das war auf jeden Fall schon mal gut. Dann habe ich mir natürlich die Sachen bei ihm gesnackt und dann sind wir auch schon ein bisschen weiter zum nächsten Haus gegangen. Da habe ich auch schon den ersten Kill mit Doppelpistole gemacht. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt noch hört in der Aufnahme, aber auf jeden Fall. Da war dann eigentlich noch einer am Haus drin. Ich habe da die ganze Zeit gewartet, weil da einfach einer am Haus die ganze Zeit war. Aber dann bin ich einfach weggegangen und bin dann zu diesem Keck gekommen. Man sieht einfach, Alter, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es gerade eben gesehen habe, der baut einfach wie so ein richtiger Noob, ganz ehrlich. Dann der Typ mit dem Fußballskin, das war eigentlich auch ein richtiger Noob irgendwie. Und da den boller ich einfach irgendwie weg, auch mit Doppelpistel. Natürlich habe ich erstmal irgendwie nicht getroffen, keine Ahnung warum nicht, aber auf jeden Fall, wir haben ihn gegeben. Er hat mich nicht einmal getroffen. So, und dann war die Zone schon recht klein. Da habe ich dann einem noch einen Hit gegeben, weil er irgendwie die ganze Zeit rumgerannt ist. Da ist irgendwie noch einer die ganze Zeit rumgerannt noch. Das, zwei Stück waren da irgendwie. Da läuft der andere. Den hole ich mir nämlich jetzt. Weil den habe ich vorhin die ganze Zeit, also die habe ich vorher die ganze Zeit gehört, aber habe ich nicht gesehen. Deswegen habe ich jetzt weggebollert. Da habe ich einfach noch die Granaten reingesprayt. Und dann habe ich ihm, glaube ich, auch mit Doppelpistel gegeben. Ja, da, oder? Nee, M4, was war's jetzt? Ja, nee, wir haben ihn auch mit Doppelpistel. Also schon 3 Doppelpistel-Kills. Ist schon mal ganz nice. Und dann war da noch einer jetzt. Also rechts war noch einer. Da, der hier, der kommt jetzt da. Das war der andere, glaube ich, gewesen. Dem haben wir auch gegeben. Den haben wir aber mit Scar geholt, leider. Nicht mit Doppelpistel. Nee. Dann haben wir natürlich jetzt noch eine Panzerfaust gehabt. Das war natürlich nice. Und da wollte ich dann auf den anderen, aber ich habe halt gesehen, dass der sich da einbaut. Und ich weiß jetzt nicht, ob er sich selber in die Luft bringt oder springt wen in die Luft. Aber ich weiß es gerade nicht. Aber ich habe mir auch mit Doppelpistel geholt. Also schon 4 Kills mit Doppelpistel. Und dann haben wir natürlich noch ein bisschen Panzerfaustmoni gekriegt. Und da waren dann auch die letzten 4. Da hat sich oben einer reingebaut. Den habe ich dann natürlich runtergeschossen. Und dann kam noch einer dazu. Der hat dann den gerackt, obwohl ich den racken wollte. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch irgendwie getroffen habe, aber anscheinend nicht. So, und jetzt kommt von hinten, glaube ich, noch einer. Der rackt den dann jetzt weg, ja. Da war noch einer, so. Der holt den jetzt und dann hole ich mir den jetzt. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn mit Doppelpistel hole oder so. Und da, doch, den habe ich auch mit Doppelpistel geholt. Und meine Scar-Muni-Lever habe ich auch so, scheiße, nein. Habe ich mit Doppelpistel drauf gespielt und er war auch fast tot zum Glück. Das heißt, dann habe ich gedacht, bevor der eine mich, der letzte mich jetzt abstaubt irgendwie. Ja, habe ich mich dann noch schnell eingebaut, habe dann noch gewartet auf die Zone. Habe mich dann ein bisschen geheilt. Dann bin ich natürlich rausgegangen mit Jump-Head und... Dann killen wir noch den letzten Keck, das sage ich schon mal im Voraus, weil der hat sich da unten drin versteckt in dem Ding. Da in dem hat er sich versteckt und da habe ich mir jetzt einfach einen Tower gebaut. Und dann bollern wir den einfach weg, weil es war einfach so ein richtiger Keck, ganz ehrlich. Also es war so ein richtiger Newbie. Da habe ich einmal gefailten Bauen. Aber was soll man machen? Auf jeden Fall, es war eine ganz ordentliche Runde. Es waren aber auch viele Noobs drin, muss man sagen. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr den Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin.